Guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Christuskirche zum Gottesdienst am Sonntag Trinitatis. Wir sehen schon, heute ist einiges ganz anders und es haben sich viele Menschen auf diesen Gottesdienst vorbereitet. Und ich glaube, manche sind jetzt auch so ein ganz kleines bisschen aufgeregt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zusammen den Gottesdienst mit den Kernigen feiern dürfen. Und wir freuen uns auf ganz vieles, was zu sehen und zu hören sein wird. Ein Wort aus dem 145. Psalm soll uns dabei leiten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Lasst uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir wollen Gott für diesen sonnigen Mai-Sonntagmorgen danken mit dem Lied Danke, die Nummer 334. Den Psalm für den heutigen Tag wird uns jetzt Tim Zerres lesen. Tim, kommst du bitte her? Es ist der 37. Psalm. Befehl den Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen, wie das Licht, und dein Recht wie den Mittag. Seid stille den Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleib fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Gott, öffne unsere Augen für die Schönheit der Welt und ihren Wert. Mache uns zu Wegbereiterinnen und Wegbereitern deines Friedens, der alle Lebewesen zusammenbindet. Die Eltern und ihre Kinder durch Liebe, Freundinnen und Freunde durch Treue, Menschen und Tiere durch Freundschaft. Heute an diesem Sonntag, Gott, der an deine Ruhe erinnert, erkennen wir diese Harmonie wieder neu. Deine Gegenwart liegt in ihr verborgen. Gemeinsam mit allen Geschöpfen preisen wir dich, Gott, und rühmen die Einzigartigkeit deines Namens. Amen.
Heute wollen wir euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Mose. Die Nachkommen Israels, auch genannt die Hebräer, lebten in der Wüste Ägyptens. Aus Angst, dass die Hebräer zahlreicher und mächtiger wurden als das eigene Volk, beschloss der ägyptische Pharao, die Hebräer zu seinen Sklaven zu machen und befahl, jeden neugeborenen Sohn zu töten. Doch einer überlebte. Seine Mutter hatte ihn versteckt und ihn schließlich in einem Weidenkörbchen übers Wasser davontreiben lassen. Dieses Körbchen wurde von der Tochter des Pharaos gefunden. Der Bube da drin wurde als ihr Sohn großgezogen. Sie nannte ihn Mose. Mose wuchs zwar als Sohn des Pharao auf, doch er wusste, dass er zu den Hebräern gehörte. Gott wusste das auch, und so erschien er Mose auf seinem Weg. Sage dem Pharao, er solle die Israeliten freilassen. Was? Ich soll zum Pharao gehen? Wer bin ich denn? Gott wird dich begleiten, ich. Gehe jetzt in Frieden. Mose ging also zum Pharao. Er versuchte, diesen zu überzeugen, die Hebräer aus der Sklaverei zu entlassen, so wie Gott es wollte. Nach langer Überredung entließ der Pharao widerwillig die Hebräer. Sie zogen unter Mose in Richtung Kanaan. Doch der Pharao hatte sich umentschieden. Er wollte seine fleißigen Sklaven zurück. Deshalb schickte er all seine Streitwagen den Hebräern hinterher. Sie sollten die Sklaven zurückbringen. Verfolgt von den Ägyptern musste Mose die Hebräer erneut retten. Mose, ich möchte dir einen großen Auftrag anvertrauen. Mose, ich kenne dich. Ich möchte, dass du das Volk in die Freiheit führst. Eine Freiheit aus der Sklaverei. Eine Freiheit aus der Enge, aus den Zwängen. Mose, ich habe dich erwählt. Du sollst das Volk durch das Meer führen, das sich für euch teilt. Du brauchst dich nicht ängstigen. Ich kenne dich. Du bist reines Herzens und ich weiß, was du kannst. Und deshalb möchte ich, dass du deinen Stab nutzt, um ihn in das Wasser zu halten. Und du wirst sehen, das Wasser teilt sich und du wirst dein Volk zusammenrufen und du wirst es trockenen Fußes durch dieses Wasser führen. Volk, komm, wir gehen durchs Wasser. Und schon teilte sich das Meer und Mose sah, dass er ein ganzes Volk durchs Wasser führen konnte,
Und sie folgten ihm, sie vertrauten ihm und folgten ihm durchs Meer. Nachdem das Meer hinter ihnen lag, lag nun die Wüste vor ihnen. Tapfer schritten sie voran. Doch ohne Wasser und ohne Nahrung hielten die Hebräer nicht lange durch und sie begannen sich zu beklagen. Mose, du hast uns hierher geführt. Wären wir in Ägypten geblieben? Jetzt haben wir Hunger und Durst. Wären wir bloß da geblieben? Leute, seid bitte still. Ich möchte gerne Gott fragen, was ich jetzt machen soll. Gott, was soll ich denn jetzt tun? Wir haben Hunger und Durst. Ich werde für euch sorgen. Heute Abend wirst du sehen. Leute, Gott hat gesagt, heute werdet ihr sehen, wer das gebracht hat. Fast 3 Monate nach ihrem Aufbruch aus Ägypten erreichten die Hebräer den Berg Sinai. Der Herr rief Mose zu sich auf den Berg. Für 3 Tage auf dem Berg. Gott will mit mir sprechen. Wir haben die Botschaft aus der Bibel gesehen und gehört und wir wollen darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Mose viermal anders. So haben wir das eben gesehen und gehört. War das ein Theaterkniff der Kernigen, dass sie gesagt haben, oh, wir verteilen das mal auf vier Personen? Ich denke eher, dahinter steckt eine andere, sehr klare Idee. Mose, das ist ein Mensch, der vor wirklich langer Zeit gelebt hat. Und man kann sich ja schon fragen, hat das noch etwas mit mir zu tun? Und ich denke mir mal, die Kernigen haben gesagt, ja, Mose hat etwas mit uns zu tun, mit vieren von uns und eigentlich mit uns allen. Und wenn wir uns die Szenen des Mose genauer ansehen, dann werden wir merken, dass wir uns in ihm ganz gut wiederfinden können. Zuerst haben wir Mose am Dornbusch erlebt. Er bekommt den Auftrag, er soll zum Pharao gehen und dafür sorgen, dass seine Leute freikommen und nicht mehr als Sklaven in Ägypten schuften müssen.
Und was sagt Mose? Ich? Ich soll das machen? Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Und man hört richtig die Panik in seiner Stimme und wie er eigentlich am liebsten sich umdrehen und weglaufen würde. Mich hat das sehr stark an eine Konfirmandin erinnert, die ich vor einigen Jahren in der Gruppe hatte. Immer wenn sie etwas gefragt wurde, dann guckte sie mich ganz groß an und sagte, ich? Keine Ahnung. Und dann brauchte sie so eine kleine Ermutigung, so einen kleinen Anschubs. Doch ich glaube, du weißt das. Trau dich mal zu sagen, was du denkst. Und dann dachte sie einen Moment nach und meistens wusste sie dann ganz gut Bescheid über das, worüber wir sprachen. Aber Augenblick mal. Aber ich konnte dieses Mädchen auch sehr gut verstehen, denn das gibt es ja. Fragen, auf die wir keine leichte Antwort finden oder Aufgaben, die uns einfach ein bisschen zu groß vorkommen. Und Mose reagiert auch so. Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen soll, hat Lena gesagt. Und irgendwie mag er ja auch recht haben mit seinen Bedenken, denn die Bibel erzählt uns, dass Mose eine Sprachbehinderung hatte. Wenn er sich aufregte, dann geriet er ganz schnell ins Stottern und dann war er überhaupt nicht mehr einfach zu verstehen. Ist so ein Mensch denn der Richtige, um vor den mächtigen Herrscher Ägyptens zu treten und für sein Volk um Freiheit zu bitten? Die Stimme aus dem Dornbusch nimmt seine Bedenken ernst, aber sie macht ihm Mut. Ich will mit dir sein. Ich helfe dir. Du bist der Richtige für diese Aufgabe. Ich brauche dich. Und da reagiert Mose genauso, wie wir das auch tun würden. Er wird fast erkennbar ein Stückchen größer. Er wächst über sich selbst hinaus und findet den Mut, zum Pharao zu gehen. Und nach vielem Hin und Her kommen die Leute ja tatsächlich aus Ägypten heraus. Aber bald darauf, das haben wir in der Szene mit Leon dann gesehen, da bekommt er wieder Bedenken. Mose hat ja nun alles getan, was Gott von ihm wollte, aber irgendwie geraten die Dinge jetzt ins Stocken. Und ich denke, davon kennen wir auch etwas. Voller Energie fangen wir etwas an, wir lernen ein Instrument, wir treten dem Sportverein bei, wir übernehmen ein Ehrenamt. Und dann geht uns irgendwann die Puste aus. Und wir denken, ach, das ist eigentlich alles zu viel, das wächst mir jetzt gerade über den Kopf. Am liebsten würde ich es wohl hinschmeißen. Mose schmeißt nicht hin, sondern Mose redet mit Gott. Er verhandelt mit ihm und er breitet alle seine Bedenken vor ihm aus. Und Gott ist geduldig und barmherzig mit ihm. Er spricht zu ihm und sagt, keine Angst, ich weiß, du kannst das. Und als Zeichen seiner Hilfe gibt er dem Mose so eine Art Wunderwaffe in die Hand, einen Stock. Damit kann er sich den Weg freimachen, wir haben es gesehen, er hat das Meer geteilt und es geht weiter mit ihm und seinem Volk. Das wäre doch toll, wenn wir auch so eine Wunderwaffe hätten, wenn uns die Puste ausgeht. Aber haben wir die nicht? Neulich im Frauenkreis, da dachte ich, unsere Wunderwaffe, das ist unser Gespräch miteinander. Wir planten einen Ausflug mit dem Bus, alle wollten gerne mit und einige sagten, ach, die Stufen im Bus sind so hoch und ohne meinen Rollator mag ich gar nicht mehr einen fremden Weg machen. Ich glaube, ich komme nicht mit. Und so ging das eine Weile hin und her, bis eine Dame sagte, ja sag mal, können wir denn keinen Niederflurbus kriegen ohne Stufen? Und können wir denn nicht die Rollatoren da einfach mit reinnehmen? Und als das geklärt war, da meldeten sich drei Frauen doch noch an. Unsere Wunderwaffe kann es tatsächlich sein, dass jemand unsere Bedenken ernst nimmt und uns hilft, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, manchmal auch die Hindernisse, die wir nur im Kopf haben. Mose schafft den Weg durchs Meer.
und alle Hebräer mit ihm. Doch damit sind sie noch immer nicht am Ziel. Wir haben das in der Szene hier im Mittelgang gesehen. Immer wieder ergeben sich Schwierigkeiten. Die Vorräte gehen auf dem langen Weg durch die Wüste zur Neige. Und ein andermal streiten sich alle fast bis aufs Messer. Und jedes Mal soll Mose die Lösung bieten. Er ist ja nun mal der Anführer der Hebräer. Wie geht es uns, wenn wir vor Schwierigkeiten stehen oder wenn wir einen Konflikt lösen, in einem Streit schlichten sollen? Ich möchte so eine Sache immer am liebsten ganz schnell geklärt haben. Ich möchte das aus der Welt schaffen, damit es dann auch leicht weitergeht. Mose macht das anders. Er sagt seinen Leuten, die ihn da anschreien, weil das Brot alle ist: Seid still, ich will mit Gott reden, ich will auf Gott hören. Und ich finde, da ist er ganz schön mutig, dass er so kurzerhand alle Schreihälse erstmal zur Ruhe bringt. Aus diesem ganzen Unmut und Streit ist auf einmal die Luft raus. Jeder denkt einen Moment nach und jeder muss auf einmal selber nach einer Lösung suchen. Und Mose auch. Mose sagt Gott, wie sehr sein Volk hungert. Er hat ja an sich selbst nun mehr als einmal erlebt, wie barmherzig und gnädig Gott ist und dass er sich auf ihn verlassen kann. Nun bittet er ihn für seine Leute. Und tatsächlich, wir haben es ja plattern hören, es regnet Nahrung vom Himmel herab. Das, was Mose und seine Leute am dringendsten brauchen, das wird ihnen geschenkt, wie aus heiterem Himmel. Für mich sind zwei Dinge an dieser Szene wichtig. Das eine, es kann schon richtig sein, einen Konflikt einfach mal anzuhalten mittendrin, eine Streitpause einzulegen, in der alle Beteiligten in sich hineinhören und selbst nach einer Lösung suchen, statt sie immer nur von dem anderen zu erwarten. So etwas braucht Zeit und nicht immer ist die schnelle Lösung die richtige. Das andere, manchmal bekommen wir einfach etwas geschenkt und manchmal auch das, was wir am dringendsten brauchen. Und wir dürfen Gott ruhig zutrauen, dass er uns das schenkt. Und vor allem dürfen wir ihn darum bitten. Am Ende, wir haben es gesehen, wird Mose auf den Berg gerufen. Ein mühsamer Aufstieg. Und er macht ihn ganz allein. Da geht niemand mit. Alle Freunde, alle Verwandte bleiben unten. Oben ist es still. Nur der Wind ist zu hören. Der ganze Lärm und der ganze Betrieb sind weit weg. Mose ist da oben allein mit sich selbst und auch mit allem, was ihm Angst macht und ihn immer wieder so verunsichert. Hier kann er nicht mehr vor sich selber weglaufen. Ganz allein? Nein. Gerade in der Stille des Berggipfels kommt er Gott ganz nahe. Und hier oben wird Mose klar, wie es weitergehen kann. Gott zeigt ihm in der Stille den weiteren Weg, der noch vor ihm liegt. Und Mose bekommt einen Wegweiser. Er hat die beiden Tafeln hochgehalten, die 10 Gebote. Die sind bis heute unsere Wegweiser. Sie zeigen uns, wie wir in Frieden und in Respekt voreinander zusammenleben können. Kennen wir das auch, dass wir nicht weiter wissen und manchmal ganz allein sein müssen und am liebsten auch noch weit weg, damit wir überhaupt wieder Klarheit im Kopf bekommen? Ich denke an einen 18-jährigen Jungen, der Abitur machte und auch noch ein richtig gutes Abitur und einfach nicht wusste, was er werden sollte. Und dass ihm mit seinen guten Noten nun alle Möglichkeiten offen standen, das half ihm überhaupt nicht. Er ging ein Jahr nach Neuseeland, Work and Travel. Und er ging anders als manche anderen ganz allein. Nicht mit Freunden verabredet und so weit weg von seiner Familie, wie man auf diesem Erdball nur sein konnte.
Er hütete Schafe, er half bei der Obsternte und vor allem lernte er für sich selber verantwortlich zu sein. Und als er zurückkam, hatte er einen Plan und inzwischen studiert er im 4. Semester. Nicht jeder muss bis nach Neuseeland, weiß Gott nicht. Aber ich denke, es kann uns auch helfen, dass wir manchmal einen Abschnitt unserer Zeit ganz alleine sind, um auch Klarheit über uns selbst zu gewinnen. Und wir haben es ja gesehen, Mose kehrt ganz anders zurück, als er losging. Laut und triumphierend ruft er seinen Leuten schon von Weitem zu: Ich habe die Gebote. Aus der Stille und der Einsamkeit hat er neue Orientierung bekommen und jetzt weiß er seinen Weg. Mose, ein Mensch, der vor wirklich langer Zeit gelebt hat. Aber das, was er durchlebte, das ist uns nicht fremd. Und ich denke, wir können uns in vielen Punkten gut im Mose wiederfinden. Und vor allem können wir sehen, Gott ist gnädig und barmherzig mit ihm, geduldig und von großer Güte. Und das ist Gott mit uns auch. Amen. Jetzt spielt die Harfe für uns. Auch so eine Musik kann uns einen Moment der Stille und des Nachdenkens bringen. Danke. Ich möchte danken für die Kollekten der Pfingstfeiertage. Am Pfingstsonntag kamen 116,89 € zusammen und am Pfingstmontag 139,84 €. Dafür danken wir herzlich. Am Ausgang sind die Kollekten heute bestimmt für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde und für den Grundstock unserer Kirchenstiftung. Beim nächsten Lied gehen die Kirchenvorsteherinnen mit dem Klingelbeutel herum und wir bitten um eine Kollekte für die Diakonie, und zwar für die Unterstützung besonderer Projekte. In Bad Münder zum Beispiel gibt es kein Jobcenter, kein Arbeitsamt. Die Arbeitsloseninitiative Bad Münder springt ein. Sie hilft arbeitslosen Menschen im Kirchenkreis Hameln durch Beratung und psychosoziale Begleitung. Und mit unserer Kollekte heute fördern wir dieses und andere besondere Projekte in den Kirchenkreisen. Gott segne Geber und Gaben. Für die persönliche Mitteilung bitte ich Sie aufzustehen. Am
Freitag wurde Frau Dr. Gertrud Bertram beerdigt. Sie wohnte zuletzt in Harbstedt und verstarb im Alter von 92 Jahren. Wir beten. Wir danken dir, barmherziger, guter Gott, für das lange Leben von Gertrud Bertram, für alles Gute, das andere Menschen durch sie geschenkt bekamen, für alles Gute, was du ihr im Leben gabst. Wir danken dir auch, dass sie nun für immer in deiner Ewigkeit aufgehoben bleibt und bitten dich, sei du bei allen, die um sie trauern. Leite sie durch diese Zeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ein paar Termine möchte ich noch weiter sagen. Am Mittwoch ist um 10.30 Uhr Andacht in Haus Bekeln und um 16.15 Uhr Andacht im Seniorenzentrum Harbstedt. Und es trifft sich um 17 Uhr die Friedgarten AG auf dem Friedhof. Bei diesem Wetter wächst das Unkraut und wir freuen uns immer, wenn noch jemand kommt und hilft. Am Mittwoch um 20 Uhr trifft sich der Gesprächskreis Was glaubst denn du im alten Pfarrhaus? Und am Donnerstag laden wir sehr herzlich ein, um 9 Uhr im alten Pfarrhaus zu Frühstück und mehr. Am kommenden Sonntag, wenn das Wetter so ist wie heute, werden wir den Gottesdienst draußen feiern, am Christusgarten. Das wird ein Regionalgottesdienst sein, gemeinsam mit den Kirchengemeinden Twistring, Kollenrade, Heiligenloh und Harbstedt. Und die Predigt werden die beiden Pastorinnen Frau Dr. Smith und Frau Dr. Ernst im Dialog halten. Außerdem spielen die Vereinigten Posaunenchöre Kollenrade, Heiligenloh und Harbstedt. Kommen Sie gerne. Am Sonntag, den 5. Juni, also 14 Tage von heute, da ist um 17 Uhr dann das Konzert, das Jahreskonzert des Jugendchors Feelings unter der Leitung von Daniela Predescu, die Welt der Musik, eine Zeitreise durch die Musik. Der Eintritt ist frei und wir bitten um eine Kollekte am Ausgang. Und noch einen Sonntag weiter, am 12. Juni um 17 Uhr, ist dann hier Tango en Canto, argentinischer Tango mit Gesang und Poesie. Juan Maria Solares spielt Flügel und singt und Gudrun Zelle hier aus Harbstedt singt. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich den Kernigen danken. So ein Theaterstück mit 4 Szenen, das braucht eine ganze Weile. Und überhaupt erstmal einen Text dafür zu schreiben, das fällt alles auch nicht vom Himmel, sondern das wächst Stück für Stück und die schöne Musik muss geübt werden. Ganz herzlichen Dank euch allen, dass ihr uns diesen Gottesdienst so bereichert habt. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Das wollen wir jetzt zusammen singen. Thank you.
Zum Fürbittengebet bitte ich Sie aufzustehen. Gott, unser Vater, geduldig bist du mit Mose und seinem Volk durch den Weg die Wüste gegangen. Geduldig gehst du auch mit uns unsere Wege. Danke, dass du für uns da bist. Gott, wir bitten dich heute für alle, die an sich selbst zweifeln oder sich nichts zutrauen. Stärke sie in ihren Gaben. Lass sie erleben, was sie alles können. Schenke ihnen den Mut, etwas Neues zu wagen. Wir bitten dich für die, die die Stille suchen und sich nach Pausen sehnen, in ihrem schnellen Alltag. Lass sie auf Verständnis treffen in ihren Familien und bei den Arbeitskollegen und Freunden. Hilf ihnen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Öffne ihre Herzen für deine Gegenwart und Liebe. Gott, wir bitten für dich für die, die Angst vor dem nächsten Tag haben, weil sie krank sind, weil sie einen Angehörigen pflegen, weil sie nicht weiter wissen. Gib du ihnen Menschen an die Seite, denen sie sich anvertrauen können und mit dem gemeinsam sie Hindernisse überwinden können. Hilf ihnen, ihren weiteren Weg zu gehen. Uns alle, Herr, lass spüren und sehen, wo wir gebraucht werden, wo du uns brauchst. Rette und erhalte uns, dir allein sei Lob und Ehre und Anbetung. Amen. Das Vaterunser wollen wir gemeinsam singen. Das Vaterunser wollen wir gemeinsam singen und ich bitte alle dazu, stehen zu bleiben. Die Nummer 188. So geht in diesen Tag unter Gottes gutem Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Jetzt hören wir noch einmal die Kernigen mit ihren Trommeln.